Cosinus am Einheitskreis. Hier habe ich einen Einheitskreis aufgezeichnet, erkläre ich euch, was das ist gleich. Das ist hier der Cosinus, die rote Funktion ist die Cosinusfunktion. Die wollen wir zeichnen. Jetzt fragt man sich, wie kann man die zeichnen, warum ist die so? Man braucht den Einheitskreis, um dann diese Funktion zeichnen zu können. Hier fängt die Funktion an, ab hier wiederholt sie sich, dann geht es wieder runter, dann sieht das genauso aus wie hier. Ab 2π wiederholt sich das Ganze. Ne? Habe ich hier das vergessen? Hier kommt noch ein Strich hin. Hier ist 2π, ne? Ungefähr. Genau. Das ist der Einheitskreis. Der Einheitskreis heißt deswegen Einheitskreis, weil der Radius des Kreises 1 ist. 1 cm, 1 dezimeter, 1 Meter ist vollkommen egal. Im Grunde genommen hat er überhaupt keine Einheiten, sondern der Radius ist hier 1. Das ist sozusagen wie ein Koordinatensystem. Hier ist die X-Achse abgebildet, das ist die Y-Achse. Und genau, hier ist der Radius 1, hier oben auch das Grüne, und hier ist der negativ minus 1 und hier unten nach unten hin auch minus 1 auf der Y-Achse. So, um den Cosinus zeichnen zu können, kann man ein Dreieck einzeichnen. Es geht immer um den Winkel Cosinus Alpha. Das ist der Alpha-Winkel hier. Wenn ich hier oben einen Punkt mache, dann ziehen wir das Dreieck so runter. Die blaue Linie ist der Sinus. Die rote Linie mit der X-Achse sozusagen ist der Cosinus, Cosinus Alpha. Und dann machen wir noch einen Strich hier auch oben hinten, schon haben wir das Dreieck. Jetzt fangen wir mal an. Hier, wenn wir den Punkt hier haben, ist der Cosinus ungefähr 0,5. Das Ganze wäre 1. Ne? Wir gehen jetzt im Uhrzeigersinn. Wir fangen hier an bei 0. Hier wäre 0. Das nächste wäre Pi halbe gegen den Uhrzeigersinn. Hier ist Pi halbe. Dann das nächste Pi. Dann 3 halbe Pi. Und dann 2 Pi. Wir gehen also immer in Pi halbe Schritte. Pi halbe von 0 bis Pi halbe, also plus Pi halbe. Dann Pi halbe plus Pi halbe sind Pi. Pi plus Pi halbe sind 3 halbe Pi oder 1,5 Pi. 1,5 Pi plus Pi halbe, also 0,5 Pi, ist 2 Pi. Und ab hier wiederholt sich das Ganze. Jetzt haben wir hier das Dreieck eingezeichnet. Jetzt gucken wir mal, wir fangen ungefähr mal hier an. Hier machen wir nochmal einen Punkt. Dann ist hier, die blaue Linie ist der Sinus, ganz kleiner Sinus. Die rote Linie wäre jetzt hier ungefähr. Hat jetzt nicht auf einen schwarzen Strich gemalt, dann sieht man das schlecht. Ungefähr hier, ne? Und dann würde man noch eine schwarze Linie hier machen, die ist unwichtig. Das ist einfach nur das Dreieck, ne? So ungefähr. Dann haben wir hier eine blaue Linie, das ist der Sinus, der Cosinus wäre fast 1. Wir fangen ja bei 0 an, also an diesem Punkt hier fangen wir an. Da ist der Cosinus 1, hier die grüne 1. Also bei 0 ist der Cosinus 1. Der Cosinus fängt hier oben an. Dann geht's weiter. Wir gehen ja immer in Pi halbe Schritte. Die Zwischenschritte brauchen wir gar nicht. Kann man auch sehr schlecht dann einzeichnen hier. Also hier fängt der Cosinus an. Bei 0 ist er 1. Dann hier oben bei Pi halbe. Wie groß ist dann, wie lang ist die rote Linie? Die rote Linie wird ja immer weniger. In diesem Dreieck ist die rote Linie nur noch so groß. Am Anfang war er 1 und jetzt nur noch so. Die schrumpft immer mehr und hier oben bei Pi halbe ist der Cosinus 0. Ne? Die rote Linie ist weg. Im Grunde genommen ist es gar kein Dreieck mehr, sondern es ist diese schwarze Linie, die sozusagen die blaue Linie, wäre der Sinus wieder 1, aber darum geht es in diesem Video nicht. Cosinus wäre also 0 bei Pi halbe. Dann macht ihr hier ein Kreuz bei Pi halbe. Ne? Also hier auch alles immer Pi halbe Schritte. Ich habe hier immer 15 cm gewählt, die Abstände. Ne? Also bei Pi halbe ist der Cosinus 0. Dann geht es weiter bei Pi. Bei Pi ist die rote Linie minus 1.
hier ist es, minus 1. Hier ist minus 1, hier oben bei 1 fängt es an, dann 0, dann auch wieder auf minus 1. Dann von Pi nach 3 halbe Pi, da ist der Kosinus, die rote Linie ist gar nicht mehr vorhanden, ist der Kosinus also 0. 3 halbe Pi ist der Kosinus 0. Dann geht's weiter, bis hierhin 2 Pi, wie groß ist der Kosinus? Der Kosinus ist wieder 1. Also kommt hier oben bei 1 das rote Kreuz hin. Jetzt könnt ihr es einfach verbinden und dann habt ihr den Kosinus. Wenn man ins Negative gehen würde, der nächste markante Punkt, wenn wir ins Negative gehen, wäre hier wieder bei 0. Dann wieder bei minus 1, dann bei 0, dann wieder 1. So würde das weitergehen. Und hier könnt ihr auch weiter verstehen, indem ihr sagt, nach 2pi ist er ja, also bei 2pi ist er ja 1, der Kosinus. Der nächste Punkt wäre hier bei 0. Also 2pi plus 0,5pi wäre 2,5pi. Der wäre ungefähr hier. Der wäre dann hier wieder bei 0. Und so geht die Funktion immer weiter. Die wiederholt sich. Wir haben ganz viele Extrema. Hier Tiefpunkt, Hochpunkt, unendlich viele Hochpunkte, unendlich viele Tiefpunkte hat der Kosinus. Genauso beim Sinus. Wenn wir den Sinus zeichnen wollen, da gibt es ja extra ein Video nochmal zu. Das heißt dann nicht Kosinus am Einheitskreis, sondern Sinus am Einheitskreis. Guckt euch das da, dazu nochmal an. Da ist das hier genau erklärt. Da kann man genauso solche Dreiecke reinzeichnen. Und der Sinus ist dann hier oben, wenn das hier zum Beispiel wäre 1. Hier unten wäre der Sinus wieder 0. Hier unten 3 halbe Pi wäre der Sinus minus 1. Und dann wieder 0. Ne? So, merkt euch das einfach hier zum Beispiel, wenn hier ein Dreieck einzeichnet, wenn wir hier wären. Muss ich kurz mal machen. Der Punkt hier. Kosinus wäre hier. Die Linie. Und die blaue Linie. Ja, der Sinus ist vollkommen egal, ob der Sinus blau ist oder rot natürlich oder grün, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die blaue Linie hier wäre dann der Sinus. So kann man diese Dreiecke, wie das Dreieck hier einfach rumdrehen und das Ganze abzeichnen, aber ihr müsst euch nur die markanten Punkte merken. 0, Pi halbe, Pi, 3 halbe Pi und dann letztendlich 2 Pi und ab 2 Pi wiederholt sich dann der Kosinus. Genau, das war schon zum Thema Kosinus am Einheitskreis.